Ja gut, da sagst Hallo, Weichreiter. Hallo. Ach, da ist der digitale Chronist. Nein, mach mal dein Interview. Oh, das ist Linse. Kennt man schon. Ja, Linse, so. Linse ist schon bekannt hier in der Szene. Aber du bist ja wahrscheinlich unterwegs, auch. Oder? Moin an alle auf jeden Fall. Ja, komplett unterwegs, was heißt das? Am Samstag in Essen. Ich habe mir erlaubt, einen Teil deines Streams mal kurz reinzuzeigen. Ach, du warst das? Ja, alles gut. Du kriegst Post von meinem Anwalt. Ja, also. Gerne. Gerne. Haben wir noch beide Content, oder? Ja, klar. Eine Hand wäscht die andere hier. Aber du bist ja jetzt auch mal hier richtig im Einsatz, ja? Du, gar nicht so selten. Gar nicht also, so selten. Wie kommt es, dass man sich nicht sieht im Einsatz? Naja, undercover. Ich mache es ja jetzt nicht so auffällig wie du. Ja, auffällig. Tom, du hast ja hier sogar richtige... Kann man die Dame im Internet zeigen? Oder ist das ja, ist es geheim hier? Nein. Okay. Ja. Wollte schon sagen, das ist ja hier... Willkommen im Sumpf. Ich grüße die Zuschauer von Weichreite. Ja, willkommen du im grüß Sumpf. Bitte mal meine Zuschauer. Ich grüße die Zuschauer vom digitalen Netz. Deine Kamera, du hast halt Luxus, ne? Ich trage hier die ganze Zeit meine Technik selber. Das habe ich früher auch gemacht und ich bin so gottfroh. Dass du es nicht mehr machen musst. Ja, wirklich, es macht es wesentlich entspannter. Da wollen wir vielleicht ein bisschen reden und einmal den kompletten Demozug plus Gegendemo an uns vorbeilaufen lassen? Hier, dass wir stehen bleiben. Ja, mach mal. Das ist eigentlich eine schöne Ecke. Da sollte man einmal ein schönes Sag Bild kriegen. Sag mal, was war denn? Ich habe natürlich jetzt nicht alles sehen können, was du in letzter Zeit produziert hast. Ja, so machen wir das. Da haben wir das ein bisschen im Hintergrund. Was war denn das Unangenehmste in den letzten Wochen, wo du echt gedacht hast? In den letzten Wochen? Ja, also, weil da war ja am meisten los jetzt erstmal, oder? Boah, das... Naja, wo du echt gedacht hast, das Scheiße, jetzt wird Scheiße. Also, wo es richtig, richtig, wo ich richtig Angst hatte, das war am Tag X. Ne, als diese Lina Ehe ja gefangen genommen worden ist. Da wollte in Leipzig. In Leipzig. Ja. Da wollte ja die Antifa für jedes Jahr, was sie ins Gefängnis muss, 1 Million Sachschaden verursachen. Und dann hat man das Urteil allerdings nicht vollstreckt und deswegen blieb der Abend noch relativ entspannt. Es gab trotzdem brennende Straßenzüge etc. Und die im Vorfeld haben die sich in dem Park getroffen. Und ich dachte mir, es wäre eine gute Idee, nach Konnewitz zu gehen. Um Super dort, Idee. Ja, klar, um dort vor Ort über die Sammelstelle halt zu berichten. Und ich bin extra in der Nähe der Polizei geblieben und bin nicht zu ihrem Treffpunkt im Park gegangen, weil ich schon wusste, okay, selbst die Polizei hatte keinen Bock, da hinzugehen. Ist wahrscheinlich schlecht. Und blieb dann halt in der Nähe am Konnewitzer Kreuz bei der Polizei. Und auf einmal kriegt die Polizei so einen Spruch, aber wir müssen weg. So, dann ist die Polizei halt schnell weggefahren. Nein. Dann kam aber auch schon die Truppe. Ich bin schnell in die Sparkasse rein, hab versucht, da einen Plan zu schmieden, hab jemanden angerufen, der mich abholt. Und gerade als die ersten Flaschen und Böller und da explodiert sind, kam er und hat mich da mit quietschenden Reifen da rausgefahren. Das hätte auch, hätte der mich da nicht rausgepocht aus der Situation oder irgendeiner hätte mich abgefangen auf dem Weg zum Auto. Da hatte ich mal richtig Schiss. Also ich meine, du wirst selber wissen, was du verantworten kannst, aber vielleicht wäre es nicht schlecht, wirklich permanent jemanden dabei zu haben. Oder? Die Sache ist halt, wenn du die Polizei neben dir siehst, du denkst dir schon, okay, du leistest ja Pressearbeit, vielleicht helfen die dir irgendwie ein bisschen. Ja, aber hast du auch einen Presseausweis? Ja, tatsächlich. Ja, ich habe sogar zwei. Ja, eine wurde mir von der Polizei abgenommen. Ich mal dir auch einen neuen. Ja, genau. Ja. Es gibt ja die Pressefreiheit, man braucht eigentlich gar keinen Presseausweis. Ich weiß, ja. Journalist, ist kein geschützter Beruf. Hier, liebe Zuschauer, gehen weiter. Die Leute, was schätzt du? 1500 habe ich geschätzt? Boah, ja. 1000? Ich habe jetzt kein Auge drauf gehabt. Servus, wie viele Menschen sind das hier heute? 5000. Also keine 80.000. Da haben wir ein bisschen... Sehr tapfer heute hier, wie du bist. Ich gebe mein Bestes. Du musst ein bisschen wer nicht wohlwollend geschätzt. Wer muss nicht viel aushalten, Leute. Ja, das ist wichtig auch. Was haben wir hier? Wir haben Heimat, Freiheit, Tradition. Identitäre Bewegung. Was ist die identitäre Bewegung? Für Heimat, Identität. Jeder hat seine Identität. Okay. Und daran, das wollen wir festhalten. Pegida von Anfang an. Deswegen patriotisch Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. So muss es sein. Was ist deine Identität? Deutsch. Okay, alles klar. Also seit 18. Oh, jetzt kommt die Antifa, wir müssen weg. Aber könnt ihr doch immer dran vorbeilaufen lassen. Sollen wir mal dran vorbeilaufen lassen? Alles Gute, alles Gute. Ja, man darf ja nicht immer nur einseitig berichten. Ja, das stimmt. Wir machen jetzt hier weiter. Also ich zumindest. Ihr streckt den Mittelfinger. Müssen wir nochmal einen Schritt weitergehen? Ja. Vielen Dank. Also ich berichte hier vor Ort. So. Der digitale Chronist lässt sich wegschicken von der Polizei. Okay.